Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Annika und mache gerade mein Auslandssemester in Trondheim in Norwegen. Heute soll es um das Thema Fernwärme in Trondheim gehen. Leider war die Tonqualität draußen vor der Firma Startkraft nicht so gut, weshalb ich das Video hier nun im Inneren fortführe. Wie gesagt, es soll heute um das Thema Fernwärme gehen, denn im Jahr 2020 hat Norwegen allein fürs Heizen und Kühlen 72,5 Terawattstunden genutzt, was ca. 33% des gesamten Energieverbrauchs des Landes sind. Was ist Fernwärme denn jetzt überhaupt? Mit Fernwärme werden Gebäude mit Raumwärme und häufig auch Warmwasser versorgt. Die Wärme wird durch überwiegend erdverlegte, isolierte Rohrleitungen direkt in die angeschlossenen Gebäude geleitet. Dadurch brauchen Fernwärmekunden keine eigene Heizung zu Hause. Zur Herstellung der Wärme können unter anderem Energieträger wie fossile Brennstoffe, also Öl und Erdgas, aber auch Biomasse, Müll, industrielle Abwärme und zunehmend auch erneuerbare Energiequellen eingesetzt werden. Die Klimafreundlichkeit von Fernwärme ist sehr unterschiedlich und kommt auf folgende Faktoren an. Zum einen auf die eingesetzten Energieträger, zum anderen auf die Effizienz der Erzeugung im Kraftwerk und auch auf die Höhe der Leitungsverluste. Vor allem der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung, bei dem Strom und Wärme zusammen in einem Prozess erzeugt, aber auch beide Produkte im Anschluss genutzt werden, hat eine hohe Energieausbeute. Die Nutzung von Abwärme, die zum Beispiel bei der Müllverbrennung entsteht, ist sinnvoll, da dadurch eine sehr hohe Energieausbeute von bis zu 80% erreicht wird. Vor allem in Zukunft soll Fernwärme eine große Rolle spielen zur Verringerung der CO2-Emissionen. Kommen wir nun zur Firma Startkraft, vor dessen Niederlassung ich vorhin noch stand. Startkraft ist eine Firma, die international führend in Wasserkraft und Europas größter Erzeuger erneuerbarer Energien ist. Der Konzern erzeugt Strom aus Sonne, Wind und Wasser und Gas, liefert Fernwärme und ist weltweit aktiv im Energiehandel. Startkraft beschäftigt 5.700 Mitarbeiter in 21 Ländern. Auch in Trondheim hat die Firma eben eine Niederlassung zur Fernwärmeversorgung der Stadt. Seit 1986 verfügt Trondheim über Fernwärme. Heute deckt die Fernwärme 30% des Wärmebedarfs der Stadt ab. In der Verbrennungsanlage hier in Halmdal wird Restmüll verbrannt, der dann Fernhalswasser erwärmt. Der Abfall dafür kommt aus ganz Mittelnorwegen. Jährlich werden in diesem Kraftwerk über 200.000 Tonnen Müll verbrannt. Das Kraftwerk erfüllt strenge Umweltauflagen und ist mit einer modernen Filteranlage ausgestattet, die Verunreinigungen ausfiltert. Das heiße Wasser, das dann eben produziert wird, wird von Heimdall aus in viele Stadtteile geleitet. Einrichtungen wie das St. Olavs Hospital, die Norwegische Universität für Wissenschaft und Technik, an der ich studiere, das Lerkendal-Stadion und der Nidarosdom werden dann mit Fernwärme eben versorgt. Auch die meisten Wohnungsbaugenossenschaften in Trondheim werden mit Fernwärme versorgt. Wie ihr also seht, spielt die Fernwärme eine große Rolle in Trondheim. Es hat mich gefreut, darüber berichten zu dürfen, und wir sehen uns beim nächsten Mal.